Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Mod-Vorstellung. Wir werden uns heute gemeinsam einen ersten Blick auf eine neue Map werfen. Und zwar gehen wir dazu hier auf Karriere und zwar auf Wurmberg Beta 0.54. Gut, da wollte ich jetzt natürlich nicht draufklicken. Dass man die Map aktuell spielen kann, braucht man die Public Beta. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich sie getestet habe. Und ja, das sieht man schon mal hier. Da ist ein Fangzaun, da ist ein Shido, da ist aber noch relativ viel Grün hier unten. Ja, ist wohl ziemlich tief gelegen, sage ich mal. Schauen wir uns mal das Ganze hier so an, laufen mal ein bisschen rum. Ja, hier ist zwar eine Schirmbar, aber die ist halt im Grün. Also da müssen wir ein bisschen beschneiden, damit das hier alles passt. Wir haben hier einen 100er Pistenpulli drin stehen. Schauen wir mal, was für eine Geräte standardmäßig hier schon mal unterwegs sind. Genau, der 100er Pistenpulli und... das war's im Grunde. Okay, die zwei haben wir. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an, fahren da mal so ein bisschen rum und schauen, was die Map so hergibt. So, Wurmberg, da ist schon mal hier. Das ist nämlich ein echtes Skigebiet sein, da bin ich schon mal gespannt. Da unten sind wir jetzt aktuell normalerweise, also hier. Hier müsste man sein, hier ist die Talstation. Dann geht es hier einmal hoch zu einer Mittelstation. Und dann weiter ganz nach oben. Okay. Wir sind Sessellift. Gut, die Schlepplifte wird es wohl nicht geben. Wenn ja, frage ich mich, wo ist der Mod für alle? Also hier startet schon mal ein Sessellift. Pisten sind soweit gut repariert, da darf man nicht jammern. Sieht soweit nicht so schlecht aus. Der grüne Streifen, das ist halt so. Gut, das ist wahrscheinlich realistisch so, aber finde ich ein bisschen schade. So, hier haben wir aber keine Mittelstation. Hier geht schon mal kein Lift weiter. Achso, die muss man wahrscheinlich erst kaufen. Das heißt Investition. Wir mieten einfach mal alle Lüfte, dass das Ganze soweit passend ist. Dass wir den kompletten Umfang des Skigebiets uns anschauen können. Die Hexenwiese besitzen wir schon. Sonnenhang, Hexenritt, UWG. Okay, UGW so. Skiweg, Hexenritt. Oberer Skiweg. Okay, haben wir jetzt gekauft, ist egal. Wir pachten einfach mal alles, damit dass wir hier eben das Maximum haben. Gut, okay, wartet mal. Kurz mal auf die Karte, dann schauen wir uns das Ganze nochmal hier an. Pisten. Achso, wir sind wahrscheinlich hier gewesen. Kann das sein? Nee, ganz am Berg. Entweder wir drehen um und fahren nochmal runter und schauen nach. Da darüber geht auch nochmal die Piste. Das könnte theoretisch auch ein Schlepperersatz sein, was wir hier sehen. Fahren wir nochmal kurz runter. Mit dem Schneemobil geht das ja schnell. Mit 80 Sachen, da ist man ja gleich mal im Tal. Gibt's denn nicht so ein Du bist hier? Sollten wir auch nochmal einen kleinen Lift?
nee, das müsste hier die zwei Bahnen sein. Das neue Tubing Area, müssen wir schauen, ob es die gibt. Und hier mal schauen, welchen Lift haben wir am Anfang besetzen. Der Hexenlift. Ah, siehst du hier, 4 Hexenlift. Also ne, warte mal, das steht ja nicht dabei. Lass mal Infotafel schauen gehen. Okay, gibt's keine und hier ist das alles im Schnee. Im Grün. Haben wir jetzt hier Sommer oder was ist los hier? Wir fahren einfach mal. Wir fahren jetzt mal ganz nach oben und schauen, wie dann sich die Lüfte weiter verteilen. Wie gesagt, das ist jetzt ein gemeinsamer erster Blick. Ich glaube, das ist der Hexenlift, den wir schon besessen haben. Und dann, na gut, da kommt drüben jetzt auch noch ein Lift hoch. Das heißt, wenn wir hier schauen, Investitionen, da kommt nämlich der auch hin und der hat die Zwischenstation. Das heißt, wir werden da jetzt mal ganz nach oben fahren und dann den anderen Lift runter verfolgen, schauen, ob das jetzt wirklich mit Mittelstation ist. Hier ist auch ein grüner Streifen hoch. Eieiei. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Schneeprobleme. Schauen wir mal, Hexenlift, Hexenexpress, Wurmberg, Seilbahn und Nordhang. Das sind die ganzen Lifte, die es hier gibt. Achso, gut, hier runter geht auch nochmal einer, den haben wir gerade gesehen, das ist gut. Und halt eben hier runter. Das heißt, einen haben wir hier weg. Der ersetzt so mit die Sessellifte. Aber ich bin jetzt gespannt, ob der wirklich... Oh, da ist ein Spielplatz. Das ist ja mal nett angedacht. Da können auch die Kinder ein bisschen rodeln gehen. Da kommt man nicht sofort auf die Piste. Ist nett. Ist auf jeden Fall nett. Generell geil, dass hier die komplette Map nachgeahnt wurde. Finde ich schon mal super. Also die Arbeit, Respekt, das alles aufzubauen. Genau, das ist der Nordhang runter. Hui! Das ist aber auch eine gut steile Piste. Da ist wieder der Zugang. Muss man aber aufpassen, dass man nicht zu weit fährt, ansonsten ist man zu weit unten und man kommt nicht mehr hoch. Wir haben sie hier richtig ordentlich viel Schnee, aber es schaut wieder ziemlich viel grün durch. Aha, und du bist auch mit der Talstation etwas niedriger. Wie du da wieder wegkommst, könnte auch schwierig werden. Dann geht's einmal hier runter. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob die Mittelstation vorhanden ist. Sieht man auch mittig so ein bisschen Schnee von den Schneekanonen. Und das ist alles nicht mächtig viel. Das heißt, bevor du hier aufsperren kannst, musst du mal ordentlich beschneien. Also, wir können ja mal kurz hier pisten. Sieht alles nicht so rosig aus. Also immer noch mit 25 km/h, also Pisten gibt es genug hier. Das sehe ich schon. Hat teilweise halt sehr wenig Schnee drauf. Sieh mal einer an, jetzt ist auf einmal hier gut beschneit. Ich will jetzt mal hier rüberfahren. Also ich warte nur, bis das endlich die Planei hier mal erscheint. Gut, hier fährt man komplett durch den Schnee.
Aber so wie es aussieht, ist das ohne Zwischenstation. Man fehlt jetzt auch so ein bisschen das Dorf, wenn ich hier nicht bin. Na, hier ist die Map zu Ende. Oh je. Aber gut, jetzt sehen wir mal die Map hier von unten. Gut, dann wechseln wir einfach mal den Bulli. Der Shido soll weiterfahren. Gut, dann gibt es im Endeffekt nur hier den Bereich, der halt mehr oder weniger als Dorf gekennzeichnet ist. Ja. Gut. Also ich muss sagen, für die erste Map schon mal nicht so schlecht. Hier kann man Tickets kaufen. Ich glaube, man kommt auch nicht wirklich weg vom Parkplatz. Ja doch, da ist ein Weg weg. Wie weit das man da kommt, ist das andere Thema. Ja, ist schon vorbei. Ne, also da muss auf jeden Fall... Also ich finde, ein Dorf unten müsste schon noch hin. An sich die Map mit dem Gras und alles ist schon geil gemacht. Ist halt ein Skigebiet, was nicht so hoch liegt. Ist unten ist Kunstschnee und nebenbei grün. Das haben wir sogar bei uns hier teilweise, wenn es passend, ja, wenn einfach alles passt, dann ist es leider bei uns hier auch so. Aber ansonsten finde ich, sieht das schon mal nicht so schlecht aus. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt einfach mal, weil ich neugierig bin, wo der Shop hingepflanzt wurde. Nehmen wir, kaufen uns jetzt einfach mal hier eine Beschneiung. Kann man nehmen den Mod. Okay, die landet genau dort, wo man steht. Das heißt, einen Shop-Bereich gibt es nicht. Weiß ich aber selber auch nicht, wie wir den erstellen. Und die Map ist immer noch die alte. Also da ist auch so, dass es noch nicht wirklich was gibt. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf Pistengeräte gehen und uns den 600er Bulli kaufen, steht das Ding genau da, wo wir einsteigen. Okay. Die steht jetzt wahrscheinlich genau auf uns. Wenn ich jetzt eigentlich hier das schön senke, nee, also das ist wirklich texturmäßig hier eingearbeitet. Da geht nichts. Wir können kurz mal hier okay, wir müssen aussteigen dafür. Die steht halt dann genau auf einem drauf. Das Problem, was halt hier auch besteht, gut, okay, ich glaube, da kann man noch hier das Ganze wegstellen, den Zaun halt. Ich hätte hier eigentlich erst das Ding absetzen müssen von aussteigen. Ich hoffe, dass also jetzt wenigstens das Beschneiden soweit funktioniert.
Ja, es wird ein bisschen weißer. Im Grunde wächst hier das Gras an. Ja, es ist dann wirklich so, da ist einfach nur das Gras, was dann wächst. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Die haben wahrscheinlich hier unten einfach nur eine zweite Schneetextur hineingefügt und das war's. Das ist jetzt halt grün. Also da muss auf jeden Fall, glaube ich, noch nachgebessert werden. Das kann man so fast nicht lassen. Nichtsdestotrotz finde ich eigentlich die Map schön. Ist auf jeden Fall gut gelungen. Vor allem auch hier die Abfahrt ist halt ein Traum. Das ist eine schöne, lange, gerade Abfahrt. Das sieht schon richtig geil aus. Ich würde mich persönlich als Skifahrer freuen, da runterzufahren, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt aber wieder von der kleinen Map-Vorstellung. Wir haben uns, glaube ich, soweit das Wichtigste von der Map angesehen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen werden, ist, wir kaufen uns nochmal ein Fahrzeug, weil ich glaube, wir haben jetzt hier keinen Shido mehr. Nö, der Shido ist weg. Der ist irgendwo da runtergefallen. Dementsprechend werden wir uns den Shop einen neuen kaufen. Und schauen mal, ob es da drüben jetzt, wie gesagt, auch noch was gibt. Theoretisch müsste es ja was geben. Aber ich glaube mal eher nicht. Ne, an sich optisch sieht sie echt geil aus. Nur wenn man da hinschneidet, dass es oben auch ein bisschen weiß wird und der Rest ist halt dann. Ja. Ich weiß nicht so recht. Da kann ich mich eher weniger anfreunden. Was ich jetzt weiß, man kann definitiv hier Pisten anlegen. Man kann die auch beschildern, alles drum und dran. Müssen nur schauen, wie wir das hinkriegen. Boah, auch wenn hier die Fahrt relativ holprig ist. Gut, sind unsere selbst kreierten Pisten auch nicht viel besser, glaube ich, wenn man da mit 80 km/h in Shido drüber pfeffert. Ach schau, jetzt weiß man auch, wie man von der einen Piste, vom einen Lift wieder wegkommt. Weil hier zweigt sich das Ganze auf. Das heißt, gut, man kann hier den Nordhang genauso gut nutzen, wie er auch gedacht ist. Hier der See nicht abgesperrt, ist nicht so gut. Kann man einmal runterfahren, sich überschlagen. Wieder rausfahren. Wie ich die Wassertextur hinkriege, muss ich auch erst schauen, aber der müsste auf jeden Fall abgesperrt werden. Bin ich der Meinung, vor allem wenn man so schön hinfahren kann. Ganz ohne Absperrung ist das dann doch irgendwie ein bisschen gefährlich. So, dann hier die Piste runter können wir schon. Wir können mal hier so rüber. Ist nämlich auch alles schön präpariert. Ne, ist ein kleines, aber feines Skigebiet. Ich glaube, die Map macht auch richtig Spaß zum Arbeiten drauf. Finanziell startet man ja eigentlich relativ gut mit den knapp 4 Millionen. Das kann man auf jeden Fall so lassen. Upp, da will ich noch den Weg rüber anschauen. Liftanlagen sind im Grunde auch gut ausgebaut. Hier der Weg, wenn der in echt auch so holprig ist, Halleluja. Na gut, ist vielleicht jetzt nur hier in der Mod so. Alles kann natürlich nicht perfekt sein, das weiß ich selbst.
Wie gesagt, ich baue auch gerade auf Basis von Hallenstein eine neue Map auf. Und dementsprechend weiß ich, dass das teilweise auch sehr, sehr schwierig ist. Und ja, aber ich finde, die Map ist nicht schlecht gelungen, einzig und allein hier unten. Das ist so ein bisschen zum Kritisieren. Schauen wir mal, wird es ja einfach wirklich nur da jetzt. Ja, da ist die Grastextur hochgezogen. Ah. Nee, das muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich habe. Ansonsten finde ich die Idee schon geil. Kann man auf jeden Fall so machen. Und die Map muss am Ende irgendwie abgesperrt werden, dass man da nicht runter kann, beziehungsweise dass man nicht so leicht herunterkommt. Dann ist das Ganze schon mal um einiges besser, weil wenn dir so ein 300.000 Euro Pistenbully runterfällt, ist das natürlich schon bitter und den kriegst du nie wieder. Gut. Das war's jetzt aber an dieser Stelle von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass doch ein Däumchen nach oben und ein Abo und eine weitere Empfehlung da. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.